Google Mail Einstellungen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Hier vorne ist ein Stern, man weiß nicht recht, was der soll. Das ist nur eine kleine Markierung. Wichtige Mails könnte ich so markieren oder dann wieder wegnehmen, dass ich mich vielleicht daran erinnere, dass das ein wichtiges Mail ist und dann möglichst schnell antworte. Oder irgendwie. Also das steht Ihnen frei zur Verfügung. Dann habe ich hier oben dieses DE für Deutsch. Da könnte ich noch ändern von einfach Deutsch auf deutschsprachige Schweiz. Aha, dann hätte ich hier eine Tastatur, eine Schweizer Tastatur. Und hier beim Zahnrad gibt es auch noch ein paar Einstellungen. Den Posteingang konfigurieren. Damit ist nachher gemeint, ich habe ja hier den allgemeinen Posteingang. Dann habe ich soziale Netzwerke, also Mails, die ich gar nicht wollte, und Werbung, die werden hier alle separat abgelegt und stören meinen Posteingang nicht. Aber ich vergesse unter Umständen hier das zu prüfen. Vielleicht flutscht mal ein Mail hier rein oder in die Werbung und ich suche es dann verzweifelt. Also ich habe das selber ausgeschaltet. Ich schalte das nun einmal aus. Posteingang konfigurieren. Ich sage, ich will keinen Werbeeingang und ich will keine sozialen Netzwerke. Sage speichern. Dann werden alle diese Mails nachher hier beim Posteingang gesammelt. Was gibt es hier noch bei Einstellungen? Designs. Ich schaue mir das einmal an. Okay, Raupenzeit. Ich klicke auf die Raupe und lasse mich überraschen. Speichern. Oh, jetzt sieht mein Google Mail irgendwie noch ziemlich freundlich aus. Ich kann das ja jederzeit wieder ändern. Das war's.